Willkommen zu einer weiteren Folge von 51 Worldwide Games mit Barry und Rikos. Hallöchen. Mancala. Hi. Der Rikos Mancala möchte Mancala spielen und mir währenddessen die Regeln erklären. Genau. Haben wir beschlossen. Also, zunächst mal, Ziel ist es, so viel wie möglich von diesen Bonbons in deine Seite zu bekommen. Deine müsste links sein. Und, achso, von dir aus gesehen wahrscheinlich rechts. Na, also diese große, die große Dings da. Und jetzt ist das Formel-Los-Ding. Jedes Feld hat 4 Steine. Wenn du jetzt aus einem Feld ziehst, wird in jedem, es geht immer gegen den Uhrzeigersinn. Mach einfach mal gerade. Ja, genau, wird überall eins abgelegt. Wenn du den letzten Stein in deine Base legst, darfst du nochmal. Wenn du, kurz, das ist jetzt wichtig, du hast jetzt gerade ein leeres Feld, ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwo ziehst und in dem leeren Feld landen die letzten, dein letzter Stein landet in diesem leeren Feld und ich habe gegenüber Murmeln drin, dann bekommst du die alle, deine und meine gegenüber, in deine Box. Okay, verstehe. Boah, das ist ja übelst taktisch, das Spiel. Übelst geil, ja. Okay, schon geil. Nicht schlecht. Achso, du musst jetzt nochmal, weil du einen reingetan hast. Genau, du musst natürlich versuchen, dass der Gegner die leeren Felder nicht hat, um deine Steine zu mopsen, weißt du? Mhm. Das heißt, man muss im Prinzip darauf gucken, dass man nicht in einem ganz viele drin hat. Genau. Ja gut, das ist für mich eher so ein Zufallsspiel. Ich glaube nicht, dass ich da so eine Taktik entwickeln kann. Ist wahrscheinlich Übungssache einfach. Ist gar nicht so schwer, tatsächlich. Okay, du musstest den jetzt nehmen, weil hätte ich dir sonst die gemobst. Ich verstehe. Genau. Okay. Also natürlich geht's nicht immer. Du musst natürlich den letzten Stein in das Feld bekommen, ne? Und das ist natürlich nicht ganz leicht, weil du musst ja dann das auch so auszählen, dass es dann funktioniert. Ich glaube, es ist kein Barry-Spiel. Nee? Das heißt, wenn ich dir jetzt den einen mobse, dann darf ich aber nochmal, oder? Nee, aber dann bekommst du beide Steine. Deine und den von den gemobsten bekommst geklaut. Du geklaut. Ich dreckige Schüft. Okay, da bist du dran. Ja, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Okay, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe gegen den Computer gespielt, das war schon echt nice. Was ist, wenn du jetzt in beide einen reinlegst? Dann kannst dann du beide klar. Nee, den hinteren nur. Okay. Da, wo ich meinen Zug beende quasi. Ja. Ja, man muss schon tatsächlich ein bisschen nachdenken. Kommen da nochmal Kugeln irgendwann dazu oder ist das dann... Nee. Da kommt keine mehr. Ja, ist glaube ich kein Barry-Spiel, aber ich verstehe, dass es cool ist. Kann es trotzdem sein, dass du das gewinnst. Ich bin ja hier kein Profi drin. Ich habe das jetzt gestern 3-4 Mal gespielt und das war's. Okay. Aber es ist nett, also es hat definitiv Potenzial. Ich verstehe aber nicht so wirklich, wie man hier vorgehen muss. Ob man vorne viele haben muss oder hinten viel, da fehlt mir noch so ein bisschen. Ziel ist es, du musst überlegen, wie du es machst, dass du halt die Steine mobst oder dass du halt Zeugs in deine Base bekommst. Mhm. Achso, wenn ich den letzten entferne, würde ich das kriegen da zum Beispiel dann. Wenn du jetzt den einer nimmst. Dann bleibt der da und gegenüber das, was liegt, würdest du bekommen. Aber da liegt gerade nichts, also würdest du dann nichts bekommen. Und wenn ich den hier verteile, würde nichts passieren, der würde nur den einen dahin legen. Okay. Das heißt, man muss ja eigentlich dafür sorgen, dass der andere immer Steine hat im Prinzip. Ja. Ich versuche das Spiel gerade so ein bisschen taktisch zu verstehen. Hä, wieso kannst du jetzt was klauen? Weil da nur einer liegt, weil das ja auch. Ach so. Ja, ich habe ja bald keine Kugeln mehr, dann ist es ja eh vorbei dann, ne? Wenn du keine Kugel mehr hast, bekomme ich alles, was bei mir noch liegt. In meine Box. Okay, das ist gut. Ich vergessen zu erwähnen, aber ja. Ja, dann habe ich verloren. Den Hobby verloren. Ich fand das Spiel auf jeden Fall sehr cool und sehr interessant, weil das halt ein bisschen... Ja, dann habe ich jetzt verloren. Ich kann ja dann nicht mehr, wenn ich den jetzt mache, dann hast du wieder Steine, dann kannst du wieder die anderen... Aber die Spielidee, die finde ich eigentlich auch ganz cool, ja. Genau, jetzt darfst du nochmal. Ja, dann hast du da gewonnen. Da ist jetzt nichts, das habe ich extra leer gemacht, weil ich gesehen habe, dass das dort ist. Jetzt sehe ich natürlich, du hast noch einen. Wenn ich die jetzt hier nicht bewegen würde, würdest du die 13 Steine mobsen. Das heißt, ich mob's jetzt und du bekommst wieder Steine. Ich mob's nicht, ich lege die. Ah. Okay. Du bekommst halt auch wieder Steine rein. Ich hab geklaut deinen direkt. Das nicht, geschickt. Dass ich das ausgerechnet hätte, das war ein bisschen Zufall, aber hey. Muss man ja tatsächlich nachdenken. Das Chip kann einen 1 und einen 2 und einen 3 und die gehen alle in die Box rein. Das ist schön. Wo sehe ich, wie viele ich hab? Man muss zählen. Man sieht's immer nur in dem Moment, wo man. Ein Loch quasi, da kann man kurz. So, und jetzt mach ich das noch und dann mobs ich dir den hier noch. Geklaut. Okay, das geht eindeutig an Rikus.
Ja, das wirst du nicht mehr aufholen. Nee. Also klug wäre es jetzt für dich, den Zweier zu nehmen, links. Also den anderen, den, der kurz vom Ziel ist. Dann darfst du nochmal, dann nimmst du den Einser aus dem Ziel raus, kurz vom Ziel. Den hier? Genau. Dann ja. Nimmst du deine Zwei, dann kannst du meinen einen mopsen. Geklaut. Mehr war da jetzt nicht zu holen. Okay. Nur, dass du das erstmal verstehst, weißt du? Ja, alles gut. Wir können ja gleich noch eine Runde in der Party spielen, eigentlich. Ja, meinetwegen. Geklaut. Genau, es ist auch eingeklaut. So, und jetzt ist es gleich vorbei, weil es ah, das ist aber, glaube ich, kein Barry-Spiel. Ich glaube, da bin ich. Ich denke, wenn du jetzt weißt, wie es geht, ist es nochmal was anderes. Ja, das ist was, was halt. Also für mich ziemlich schwierig ist, wenn ich dabei rede und so. Dann auch zu zählen und nachzudenken, oh. Aber wir können gerne noch eine Runde machen. Genau. Ja, und dann ist es vorbei. Also ich hatte es nicht gekannt, ich habe es zweimal gespielt, dann habe ich es verstanden und dann habe ich alle durchgeballert und habe alles gewonnen gegen. Ich glaube, ich hatte so ein ähnliches Ding mal auf meinem Handy früher als Handyspiel, aber ja. Das war auf Nokia 3330. Leute, die das haben, können ja mal erzählen, ob sie sich auch daran erinnern. Ich glaube, ich hatte ein 3410 oder so. Du beginnst halt auch immer mit vier Dingern, ne? Also Lieb ist es erstmal obvious so ein bisschen. Ja, dann macht es ja eigentlich Sinn, hier zu starten, ne? Würde ich auch so machen. Ja, ich versuche das Spiel gerade noch so ein bisschen zu verstehen. Ja. Bin ich nochmal dran? Ja, du hast ja den letzten in deine Base gelegt. Aber ist ein cooles Spiel, macht natürlich Bock. Also, auch wenn ich es noch nicht so ganz checke und wahrscheinlich mega scheiße bin. Dann ist es ja manchmal sogar schlau, dem Gegner irgendwelche Sachen zu geben, tatsächlich. Ja. Oder immer seine Dinger zu bewegen, wo viele drin sind, unter Umständen. Ja, man muss halt an beides denken, tatsächlich. Also. Das war zum Beispiel sehr gut. Kein Spiel, wo man sonderlich viel zu erzählen kann. Ich hoffe, ihr. Deswegen steht das. Sachen erzählen ja. In der Zeit. Ja, ich habe allerdings gerade nichts erzählt. Wir warten gleich auf Zellos, dann spielen wir die Vierspielerspiele in den nächsten Parts. Genau. Und das wird sicherlich auch noch ganz interessant werden. Ich muss übrigens auch sagen, ich habe mir ja gestern das Spiel noch gekauft. Ich habe ja lange überlegt, wegen 40 Euro und so. Aber ich habe jetzt 10, 11 Spiele bis jetzt gemacht und ich muss sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt. So ein geiles System. Ja, es sind halt coole Sachen dabei. Also Bowling ist geil. Ich hoffe, das kann man zu dritt online spielen. Das werden wir gleich sehen, sonst werde ich mega enttäuscht sein. Wahrscheinlich. Ja, da muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie ich das steuern kann. Aber das kriege ich schon. Das ist mit Bewegungssteuerung tatsächlich. Das kann ich ja nicht mit einem Pro-Controller machen, ne? Nee, tatsächlich nicht. Was muss ich hier machen? Warte mal, der soll nicht leer sein. Das heißt, aber da sind eh nicht zu viele. Ich bin gerade vollkommen überfordert, was ich machen soll. Oh Gott. Was immer gut ist, ist Felder leer bekommen. Das ist schon mal so ein bisschen, ne? Weil du ja versuchst, dadurch die Steine zu klauen. Ich glaube, das war dumm. Nee, ich fand bisher eigentlich nur Dart nicht gut und diese ganzen Toy-Spiele finde ich auch nicht so toll. Wobei, ich habe Toy-Baseball jetzt noch nicht gespielt, aber da Toy-Football. Was hast du jetzt geklaut? Ah, die 9. Ah, du Penner. War random, ich habe da nicht drauf geachtet. Wenn ich die hier leere, bin ich nochmal dran, ne? Genau. Und ich hab eigentlich nur versucht, dass du mein erstes Feld nicht klauen kannst. Deswegen habe ich dort bei dir was reingelegt und da kam dann zufälligerweise das Blauschwein mit bei rum, wie man es so kennt. Nur wegen Schweineschwanz holst du dir das auf den Zocker, ja. Schweineschwanz ist schon ein ziemlich geiles Spiel. Achso, wenn ich jetzt, dann kriege ich die 8 von dir, ne? Ja, genau. Ja, ich hab das Spiel so halb verstanden, glaube ich. Also ich find's geil, aber ich hab's noch nicht so hundertprozentig kapiert. Oh shit, jetzt hab ich echt ein Problem. Geklaut. Da ist doch keiner drin. Achso. Warte, wenn ich die 3 jetzt gebe, dann kannst du mir keinen. Doch, dann klaust du mir einen, aber ich krieg dann 13 Punkte, dann habe ich gewonnen, oder? Ja, du bist fairerweise. Ja, Barry. Das war wirklich gut, du hast gewonnen, ja. Das war aber Zufall, aber es hat doch jeder von uns einmal gewonnen, ist doch ganz cool. Ja, das ist ein schönes Spiel. Das macht Bock, das ist ein geiles Spiel. Man kann dabei nicht so viel erzählen, das ist dann für YouTube vielleicht nicht so interessant, aber. Ja, müssen wir scheiß was drauf. Dafür kriegt ihr in anderen Parts wie Karl Humor und viele anderen sinnlosen Sachen. Gut, apropos sinnlos, wir beenden den Part. Macht's gut. Danke fürs Mitspielen, Rikus. Ciao. Ja, tschüss.